Dann dürft ihr euch alle bereit machen. Wir werden wieder ein kleines Aufwärmen machen mit einem Mobi-Teil am Anfang. Dann kommt eine Aktivierung und dann kommt der Hauptteil. Ja. Hauptteil heute Ausdauer. Da werden wir es ein bisschen tennisspezifisch machen, damit wir sozusagen Ballwechsel imitieren und auch die Pausen ein bisschen imitieren. Genau, und den Hauptteil werden wir so aufbauen, dass wir immer 5 Übungen haben, die wir durchgehend ohne Pause machen und dann immer wieder eine Pause zwischen die Durchgänge, aber grundsätzlich wird es heute eher mal eine längere Belastung wie sonst. Luki, jetzt haben wir es gleich. Jetzt werden wir noch kurz unsere Stoppuhr starten, damit wir wirklich die Pausen einhalten. Und dann legen wir los, oder? Legen wir los. Also, auf geht's. Auf die Matte. Wir fangen wieder mit der Sprunggelenks-Mobi an. Wir haben wieder die seitliche Perspektive im Luki, die gerade mit mir. Vorderes Bein. Aktiver Fersendruck Richtung Boden und das Knie wieder nach vorne und zurückschieben. Schauen in die Mobilisation vom Sprunggelenk reingehen. Heute ist gut, weil heute sind wir keine Kommentare und keine Winker. Und jede Seite wieder 6 Mal. Einmal machen wir noch und dann wechseln wir auf die andere Seite. Gleiches. Nach vorne schieben, aktiv ins Sprunggelenk rein, Ferse drückt nach unten, so weit nach vorne, bis die Ferse sich leicht hebt. Und dann noch 2 Mal. Letzte Wiederholung. Und nochmal wechseln auf die erste Seite. Wir machen jetzt diese Übungen eigentlich vor jedem Training, weil das was ist, was man eigentlich kontinuierlich machen sollte, damit es besser wird. Und wenn wir es zumindest schon mal 2 Mal machen in der Woche, dann werden wir schon eine Verbesserung sehen. Genau. 2 Wiederholungen noch. Und andere Seite. Ein letztes Mal. Wieder nach vorne schieben. In dem Fall ist die Seitenperspektive mit dem Luki ganz gut, weil man da ganz gut sieht, wie zum Schluss die Ferse dann hochkommt. Ja, wieder zurückgeht, 2 Wiederholungen noch. Und dann gehen wir zur Hüfte um. Luki. Gleiche Position. Jetzt schieben wir wieder mit der Hüfte, diesmal jetzt nach vorne. Und können gleichzeitig auch die Arme nach hinten nehmen und ein bisschen nach hinten lehnen. Genau, man sieht im Luki, sein Knie ist jetzt nicht so weit vorn wie vorher. Wir gehen wieder raus, gehen wieder rein in die Bewegung. Auch wieder 6 Stück pro Seite. Hier am Hüftbeuger die Aktivierung. Und noch eine. Andere Seite. Und vorne schieben wieder. Luki, sieht man auch ganz gut, wenn er vorne ist. Der Rücken ist in einer konkaven Position, heißt, dass er keinen Buckel macht, sondern den Bauch nach vorne schiebt. Letzte Wiederholung. Und nochmal zurück zum ersten Bein. Dann wechseln wir nochmal. Ein letztes Mal 6 Wiederholungen auf der Seite. Noch eine Wiederholung. Und dritte Übung.
Wir öffnen wieder unseren Brustkorb, Aktivierung der Brustwirbelsäule. Wir gehen hier in den Vierfüßlerstand, nehmen eine Hand in die Mitte. Die andere Hand öffnet hier so weit, wie es die Wirbelsäule zulässt. Geht wieder nach unten, dreht wieder nach oben. Die Hüfte zeigt aber immer nach unten. Die Bewegung kommt nur aus dem Oberkörper. Noch zwei Wiederholungen. Noch eine und dann wechseln wir auf die andere Seite. Andere Hand in die Mitte. Öffnen. Noch zwei. Und erste Seite wieder. Weit öffnen. Und eine Wiederholung noch. Und zweite Seite. Und letzte Wiederholung. Gut. Mobilteil abgeschlossen. Aktivierung wird angefangen. Angefangen. Wir stehen auf. Matte können wir so ein bisschen daneben hinstellen. So. Erste Übung. Wir fangen mit den Kicks an. Wir machen Diagonalkicks. Werde ich einen Schritt zur Seite Genau, machen. Das heißt, wir versuchen das Bein hoch zu schwingen und den diagonalen Arm dazu zu nehmen. Das heißt, rechter Arm, linker Fuß. Genau, hier, zack, und zurück. Dann die andere Seite. Zack, genau. Machen wir pro Seite 4 Stück. Rechtes Bein beginnt. Los geht's. Eins. Zwei. 2, 3, 4 und kurz runter. Machen wir nochmal einen Durchgang dann. Und 3, 2, 1, 2, 3, 4. Ja. Gut. Bein anziehen, nach vorne und zurücktreten. Bein anziehen, kurz in den Lunge, zurücktreten. Wieder. Von der Seite nochmal kurz, Bein genau. Anziehen, nach vorne und zurück. Genau, wir machen 4 pro Seite wieder. Fangen an mit dem rechten Bein. Los geht's. Eins. Zwei. Drei. Und 4. Kurz Pause. Einmal machen wir es noch. In 3, 2, 1 und los geht's. Anziehen, nach vorne. Und dynamisch zurücktreten. 2, 3, 4. Gut. Jetzt kommt der Bärengang. Der Bärengang schaut folgendermaßen aus. Wir gehen auf den Boden, gehen in einen Vierfüßlerstand. Beim Lukas sieht man es ganz schön, die Knie gehen nach oben.
Und in dieser Position gehen wir jetzt immer diagonal Arm und Bein nach vorne. Kleine Schritte nach vorne und dann auch wieder zurück. Und wieder nach vorne und zurück. Gut, wir machen pro Seite zwei Schritte vorwärts, zwei Schritte rückwärts. Los geht's. Eins, eins, zwei, zwei. Eins, eins, zwei, zwei und kurz absetzen. So, ein bisschen ins Schwitzen kommen wir schon. Kurz Pause, 10 Sekunden und dann einmal noch den Bärengang und dann legen wir im Haupt los. Und Position einnehmen. Eins, eins, zwei, zwei. Eins, eins, zwei, zwei. Und wir gehen nach oben. Gut, kurz was trinken. Und dann geht's los mit dem Hauptteil. Genau. So. Hauptteil schaut folgendermaßen aus. 5 Übungen, 20 Sekunden ohne Pause. Wenn der Durchgang vorbei ist, machen wir in der ersten Runde 15 Sekunden Pause, machen dann die zweite Runde, machen 45 Sekunden Pause, machen dann noch eine dritte Runde. Schaut so aus, wie ich so schwitzen da hier im Licht, dabei schwitzen wir gerade so. Also, wir erklären die 5 Übungen, damit es dann für jeden fest sitzt. Luki, erste Übung. Gut, erste Übung ist der Hampelmann. Starten. Starten wir. Arme und Beine zusammen. Und dann hier auseinander gehen. Genau. Genau. Zweite Übung. Dynamische Seilspringen. Seilspringen, das heißt, wenn man jetzt kein Seil hat. Wir haben zum Beispiel kein Seil, wir machen es einfach. Einfach das Ganze imitieren. Fußbewegungen. Seilspringen imitieren. Genau. Nächste Übung ist. Dynamisches Squat. Dynamisches Squat, genau. Hier runter und nach oben, ja, haben wir schon mal gemacht. Nächste Übung dann ist Hüft. Innenrotation. Innenrotation, das heißt von außen nach innen. Genau, aus meiner Position sieht man es ganz gut. Kurze Schritte, zack. Schritte, zack. Genau. Genau, wirklich schauen, dass die Hüfte hier schön im Kreis nach vorne kommt. Keine Angst, ihr müsst euch alles merken, wir machen es ja nochmal vor. Genau. Fünfte Übung ist dann Split-Step mit Volley. Mit Volley, das heißt Split-Step und Volley. 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 Genau. So, wir starten in 10 Sekunden. Macht euch bereit. Das heißt 5 mal 20 Sekunden. Da gibt es eine Pause. So, 3, 2, 1 und los geht's. Und Seilspringen. Und dynamische Squats. Und Hüft-Innenrotation. Und letzte Übung. Split-Step mit Volley. Pause. 45 Sekunden Pause.
Genau, wir machen jetzt auch schon für euch 45 Sekunden. Machen wir gleich 45. Das heißt, wir haben jetzt nur noch 30. Schnell wieder bereit machen dann. Der Ablauf ist genau gleich. Genau, wir sagen weiterhin die Übungen an, damit ihr auf keinen Fall Zeit verliert. Genau, das heißt, ihr habt noch 15 Sekunden jetzt. Fertig machen wieder. Erste Übung ist wieder der Hampelmann. Hampelmann, dann kommen das, kommt das Seilspringen. 3, 2, 1 und los geht's. Und Seilspringen. Fünf Sekunden noch. Und dynamisches Kurz. Fünf Sekunden noch. Und Hüftinnenrotation. Drei Sekunden noch. Und letzte Übung. Split Step und Volley. Sekunden und Pause. Zweiter Durchgang, kurz was trinken. So, wir haben immer natürlich verschiedene Übungen und wir werden auch immer wieder eine Übung immer in jedem Teil einbauen, der sehr tennisspezifisch ist, wie jetzt hier in diesem Teil Split Step und Volley. Genau, das heißt, wir greifen auch die Themen auf vom letzten Mal. Split Step mit Volley und jetzt dann Tiefenvolley und vorne Rückhand kann man dann auch noch einbauen. Es sind 4 Runden geplant oder 4 verschiedene Übungssätze, genau. 15 Sekunden noch, da machen wir dritten Durchgang und da gibt es noch Übungen. 5, 4, 3, 2, 1 und wir starten mit dem Hampelmann. Zweite Übung. Seilspringen. Fünf Sekunden noch. Und wir gehen über die Squats. Squats. Dynamische Squats. Fünf Sekunden. Und vierte Übung. Hüftinnenrotation. Und letzte Übung. Split Step und Volley. Und Pause. 45 Sekunden, kurz was trinken. Handtuch.
So, kurz aufpassen, wir erklären die Übungen dabei schon mal. Wenn die Matte jetzt brauchen, das heißt, der Luki zieht schon mal rein. Erste Übung, wir machen die Raupe. Luki zeigt schnell vor, aber wir gehen ganz schnell wieder nach oben. Wieder nach vorne, wieder nach oben. Also nicht wie beim letzten Mal, dass man die Position kurz hält, sondern sehr beweglich. Zweite Übung. Skipping. Skipping, genau. Das heißt, wir gehen jetzt ungefähr, wir gehen nicht ganz nach oben, sondern ungefähr nur bis zur Hälfte. Genau. Skipping. Dritte Übung ist der Split-Step. Split-Step. Tiefe Volley jetzt. Tiefe Volley, das heißt hier wieder Split-Step. Und dann gehen wir aber tiefer nach unten. Tiefer nach unten. So tief komme ich zwar nicht, aber... Hier nach unten kommt, so tief ihr könnt. So. Dann gehen wir auf die Matte, dann kommt als vierte Übung kommt die Brücke. Beim Luki sieht man es ganz gut, dynamisches Bridging, da Hüfte schnell nach oben. Fünfte Übung, nennt sie Russian Twist, die Beine heben wir an, gehen mit den Armen dann hier links und rechts. So, wir gehen nach oben, machen uns bereit. Erste Übung. Starten in 5 Sekunden. 3, 2, 1 und los geht's. Und zweite Übung. Wir gehen über zu Skipping. Noch 3, 2, 1, tiefe Volleys. Und nächste Übung. Wir gehen, machen die Brücke, wieder auf die Matte, wenn es geht, und dynamische Brücke. Suchen schnell die Hüfte nach oben zu bringen, in die Streckung. Noch 10 Sekunden. Nächste Übung ist dann der Russian Twist. 3, 2, 1 und hochgehen, Beine heben. Und Pause. 45 Sekunden, Handtuch nehmen, kurz was trinken. Denn jetzt wird es schon anstrengender, ja? Bei uns ist es so warm, Herr. Machen wir kurz Fenster auf hier. Müssen wir auch das Handtuch benutzen. Aber genau das ist der Zweck. Wir gehen hier in den Ausdauerbereich. Wir wollen hier schwitzen. Und dementsprechend kommen wir genauso zum Schwitzen wie ihr. Wir haben noch 20 Sekunden. Könnt ihr schon wieder auf die Matte. Bereit machen, 10 Sekunden. Stellen. Erste Übung ist dann wieder die Raupe. 5, 4, 3, 2, 1 und ab geht's. Und nächste Übung. Skippe. Noch 10 Sekunden. Gas geben. Danach kommt der Split-Step mit einem tiefen Volley. 2, 1 und
und los geht's. Runter. Drei, zwei, eins und auf die Matte. Und auf die Matte jetzt wieder die Brücke. Drei, zwei, eins und Russian Twist. Russian Twist. Und stopp. Kurz was trinken. Eine Runde haben wir da noch. Dann kommt die nächste Runde. Eine Runde noch, dann haben wir die Hälfte geschafft. Ich muss mein Handtuch schon mal hier in Position legen. Jetzt wird es schwitzen, dann immer mehr. So, wir können mal aufstehen. Erste Übung ist wieder die Raupe. Pause 45, hört sich länger an, als es ist. Großteil schon vorbei, wir haben noch 10 Sekunden. Wir starten in 5 mit der Raupe. 3, 2, 1 und runter geht's. Und zweite Übung. Gebings. Gebings. Sekunden. Nächste Übung. Split Step zum tiefen Volley. Und runter. Tief rausholen. 5 Sekunden. Und auf die Matte. Die Brücke. Dynamisch. Drei Sekunden. Nächste Übung ist der Russian Twist. Und Beine wieder anheben. Machen wir kämpfen. Letzte Übung. Gibt es wieder eine Pause und neue Übungen. Dranbleiben. Und absetzen. Handtuch nehmen, trinken. Und dann kommt der nächste Durchgang. Meine Matte wird mir in die Mitte hier. Junge, schnell was. Genau. So, jetzt haben wir ja die Volleys abgedeckt. 5 neue Übungen, jetzt kommt die Vorhand dazu. Ihr dürft frei wählen, ob ihr, wie wir letztes Mal besprochen haben, offen oder geschlossen spielt. Split Step, Vorhand, schnell zurückbiegen. Split Step, Vorhand, schnell zurückbiegen. Immer diese Bewegung. Erste Übung. Zweite Übung. Zweite Übung. Zum Beispiel überlegen. Zweite Übung war Tappings vor zurück, genau, jetzt. Reverse Lunge. Ja. Wir machen einen nach oben, zurückziehen, nach oben. Andere Seite, oben, zurückziehen, nach oben. Hoch, runter, hoch. Dritte Übung sind die Tappings. Genau. Vor zurück, das heißt starten, ungefähr hüftbreit, ein Schritt nach vorne. Ein Schritt zurück. Genau, und der Mitglieder macht es nicht in Zeitlupe, sondern wir geben dann Gas. Wir geben dann richtig
hier Gas. Vierte Übung, vom Liegestütz in den Hund. Wenn man es vom Yoga kennt, ihr geht hier in den Liegestütz, geht nach oben, berührt eure Zehen. Zehen berühren. Zehen berühren. Ist, dass wir die Zehen diagonal berühren. Das heißt nach hinten, rechte Hand zu linken Fuß. Genau. Fünfte Übung. Sit-ups. Da haben wir uns, müssen wir uns einfallen lassen. Das heißt, wir gehen hier die Beine zusammen, wie man es bei mir ganz schön sieht. Geht hier nach unten, nach oben, berührt die Beine, geht wieder nach hinten, wieder nach vorne. Gut. Wir wollen euch nicht zu viel Pause geben. Wir legen wieder los. 5 Sekunden. 2, 1 und auf zur Vorhand. Sekunden. Einige noch. So, Reverse Lunge. Bein hoch, nach hinten, nach oben. Und dritte Übung. Tapex vor, zurück. Auf geht's, Gas geben. Gas geben, halte. Halte. Und vierte Übung. Liegestütz zum Hund und Fuß berühren. Und letzte Übung, Sit-ups. Auf 10 Sekunden dranbleiben. Drei Sekunden und Pause. 45 Pause. Schnell wieder was trinken. Dann kommt die zweite Runde. Zwei Runden haben wir noch. Und dann haben wir noch einen ganzen Block. Bereit machen. Wenn ihr wieder bereit seid, erste Übung ist Split Step zur Vorhand. Noch 5 Sekunden. Und los geht's. Und zweite Übung. Bein anheben und Ausfallschritt nach hinten. Bein wieder anheben. Und dritte Übung. Tap links vor, zurück. Das geht. Und hopp. Auf 5 Sekunden. Dann gehen wir in die Liegestützposition. Und Fuß berühren. Und wir gehen in den Sit-up. Letzte Übung, Gas geben.
Machen wir noch 10 Sekunden. Noch 3, 2, 1 und Pause. 45, Pause wieder. Luki, was sagst du? Anstrengend wird's. Ja, wird anstrengend, aber gut zum Schwitzen. Kennt ihr ja einen Spaziergang auf Nacht sparen. Da wird man immer ein bisschen gezwungen ab und zu dazu, gell? Man muss sich bewegen. Ja, dabei bewegt man sich mit uns hier. Haben wir noch einen Durchgang? Genau, wir haben noch 10 Sekunden, wieder Pause. Und jetzt legen wir nochmal einen drauf. Richtig. Vor allem bei den Tappings und diesen schnellen Bewegungen richtig Gas geben und bei den tiefen Sachen tief rein. 3 Sekunden habt ihr noch. 2, 1 und los geht's. Vorhand. Richtig schön durchschwingen. Die Vorhand muss knallen. Noch 10 Sekunden. Gas geben. Arm geht schnell hoch. Und nächste Übung. Bein hoch, nach hinten rausdrehen. Letzte Wiederholung. Und Tappings vor, zurück. Gas geben, auf geht's. Und jetzt Gas geben noch. Frauen, Jungs, Herren, Damen, alle Gas geben. Tiere, alles, was sich bewegen kann. Noch 10 Sekunden. Halte, halte. 5, 4, 3, 2, 1. Und in den Liegestand. Runter, nach hinten. Noch 10 Sekunden. Auf geht's. Nächste Übung ist dann der Sit-Up. 3, 2, 1 und ab in den Sit-Up. Gas geben. Zehn Sekunden noch. Auf geht's. Dranbleiben. Dranbleiben. Und Pause. Sehr gut. So. Wir haben noch einen Block mit 3 Sätzen. Keine Angst. Wenn wir es in 45 Minuten nicht schaffen, machen wir natürlich länger. Uns hört vorher keiner auf. Wir auch nicht. Aufgegeben wird nur Brief bei der Post. So, ich trinke auch noch mal schnell was. Der Luki fängt ja heute schon mal zum Erklären an. So, die erste Übung. Jetzt spielen wir Rückhand, das heißt Splitstep. Und zurückhand schwingen, zurück, Splitstep, Rückhand schwingen und zurück. Nächste Übung sind dann die Einbeinsprünge, die kennt ihr auch schon, wenn ihr die letzten Male dabei wart. Heute sind sie auf jeden Fall dynamisch. Das heißt, von Seite zu Seite springen. Genau. Dann haben wir noch das Klappmesser und den Bergsteiger. Und dazwischen den Schwimmer. Ah, genau, den Schwimmer. Das heißt, heute sieht der Schwimmer aber ein bisschen anders aus. Alle drei Übungen auf der Matte. Wir gehen hier auf die Matte, nehmen die Beine nach vorne, die Arme nach vorne, die Beine anheben. Und dann diagonal nach oben. Genau. Dann das Klappmesser. Die Beine und die Arme gehen zusammen. Und zum Schluss nochmal ein richtiger Killer. Der Bergsteiger, Arme nach vorne. Und dann hier mit den Beinen Gas geben. Genau. Das ist so. Unser letzter Durchgang. Also die letzten drei Durchgänge. In 5 Sekunden starten wir. Letzter Set. Vollgas geben. Und auf geht's. Halbzeit.
bringt die Rückhand nochmal schön durch. Und zweite Übung. Dynamische Anbandsprünge von Seite zu Seite. Zehn Sekunden. Dann geht's zum Schwimmer auf die Matte. Noch drei Sekunden, dann gehen wir auf die Matte. Und runter. Noch 5 Sekunden. Und Rückenlage. Arme und Beine gehen zusammen. Noch 5 Sekunden. Dann kommt der Bergsteiger oder auch Mountainclimber. Und wechseln. Gas geben dann. Danach gibt es wieder eine Pause. Gas geben. Noch 5 Sekunden. Und Pause. Man sieht es vielleicht, wir schwitzen ein bisschen. Der Luki hat schon gesunde Gesichtsfarbe, der ist nicht im Solarium gewesen. Bei mir wird es langsam schon ein bisschen rot im Gesicht, ja? Ja. Vielleicht ist der Sonnenbrand vom Laufen gehen. Ja. Hoffentlich. Gut, noch zweimal. Genau, wir haben noch 20 Sekunden. Dann legen wir wieder los. Der erste Durchgang sind wir zum Reinkommen. Damit man die Übungen mal kennt, und dann gehen wir Gas. Wir haben noch 5 Sekunden jetzt, bereit machen. Split Step und Rückhand. Rückhand. Erste Übung. 3, 2, 1 und los geht's. Nächste Übung ist dann dynamische Einbeinsprünge. Und wir springen. Noch 5 Sekunden dranbleiben. Und dritte Übung. Auf die Matte. Wir verlieren jegliches Bewusstsein hier. Der Schwimmer. Der Schwimmer, ja. Wir, ach, Wahnsinn. Unser Hirn schaltet aus. Wir sind so im Tunnel. Die nächste Übung weiß ich schon. Gut, dass das alles live hier ist. Ja, spinnst du. 5 Sekunden noch. Danach auf den Rücken. Halten. Klappmesser. Und auf die Matte. Gas geben. Fünf Sekunden geben wir uns noch. Danach in den Liegestütz und Bergsteiger. Und auf geht's. Die letzte Übung machen wir 25 Sekunden. Auf 10. Und Pause. Was trinken, Handtuch benutzen. Ja, spinnt der Peppi. Sind wir gar nicht schlecht in der Zeit. Den Durchgang, den machen wir natürlich noch. Letzter Durchgang. Also, hätten wir fast die Übung vergessen. Ja. Aber nur fast. Hatten wir kurz bei dem kleinen Dreck auf. Und uns ist kurz ein kleines Helferlein reingeflogen. So.
20 Sekunden noch. Es gibt kein Aufgeben jetzt. Dranbleiben. Letzter Durchgang. Nochmal alles rausholen. Extra Prozent drauflegen. 10 Sekunden. Gut. Übung. Rückhand. Rückhand. Dann wissen wir schon immer. Dann Einbeinsprünge dynamisch. Richtig. Dann gehen wir auf die Matte. Schwimmer. Richtig. 5, 4, 3, 2, 1 und Rückhand. Und durchschwingen. Halbzeit. Noch 3. Und dynamische Einbeinsprünge. Los geht's. Sekunden noch. Jetzt kommt der Schwimmer gleich. Wir gehen auf die Matte und zwar jetzt. Und Schwimmer. Und los geht's. Halte. Halte. Und Klappmesser. Einmal umdrehen und los geht's. Und letzte Übung. Mountainclimber, Bergsteiger und auf geht's. Letzten Sekunden hier, komm. Ab jetzt 20 Sekunden. Auf geht's. Dranbleiben. Gas geben. Die letzte Übung. Was geht? Gas geben. Gas geben. Noch 5. Die Arme brennen. Gas geben. Gas geben. Und Pause. Sehr gut mitgemacht. Luki stark. Bravo. So. Wir sagen vielen Dank fürs Sehr Mitmachen. Gut. Wir freuen uns über eure Kommentare heute ganz speziell. Ja, wer es geschafft hat, alles mitzumachen, kurzen Daumen hoch. Genau.